Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nintendo Spiele Studio. Wir kümmern uns heute zum ersten Mal um das letzte Metal Gear Solid Level, das wir noch offen stehen haben. Ich habe es mir sehr lange aufgehoben. Ich wollte unbedingt die guten Sachen wollte ich bis zum Ende aufbewahren. Ja, ich muss wieder irgendeinen Anruf annehmen. Mama, ich hab's verstanden. Ich muss dir unbedingt noch deine Intimsalbe kaufen. Ja, auch Mütter brauchen Intimsalbe. Be careful, Snake. Okay, also ich bin total careful. Und warum hängt da einer? Warte, hier, nimm meine Hand. Nimm sie. Ich habe ihn runtergeschubst. Entschuldigung. Ich dachte, ich helfe dir. Hallo? Okay, das Problem an der Sache ist, ich muss hier carefulen, aber die Frage ist, ich dachte, ich muss da runter. Ach, be careful, deswegen be careful. Be careful, aber dann lebt der Typ wieder, ne? Ja, okay, diesmal lasse ich ihn leben, okay? Be careful, weil du nicht überall lang gehen kannst wahrscheinlich, ne? Was muss ich machen? Hä? Ich kann ja nicht springen. Ich habe keinen Sprungknopf, oder? Ja, ich nehme den Anruf an. Ich habe es verstanden. Ich hab doch keinen Sprungknopf, oder? Ich kann schießen, aber... Wie komme ich denn da weiter? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Okay, hier wieder das da. Warte. Genau. Hier... Und jetzt? Was mache ich denn jetzt dann? Hier kann ich doch nicht weitermachen. Hä? Kann ich da lang hangeln? Ach so! Ah, da kann ich lang. Okay, das wusste ich nicht. Ich bin überbelichtet, ne? Hier ist alles so düster und Toffi in seinem absoluten Megalicht. Ich fühle mich sehr, 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 sehr beschienen. Ja. Hallo, Waluigi. Was machst du denn hier? Ich glaube, das ist eine Hommage. Eine Hommage daran, dass Waluigi nicht in Smash ist. Deswegen setzt er sich in sämtliche Spiele rein, die es in Smash geschafft haben. Und versucht damit einen Ausgleich zu schaffen. Oh Gott. Hilfe! Was passiert hier? Was passiert hier? Das ist ein Gegner! Oh Gott! Kann ich ihn erschießen? Oh Gott! Erschieße ich ihn gerade oder tue ich es nicht? Okay, ducken ist eine super Sache. Ah, hier, in die Mitte. Ich muss in die Mitte ziehen. Okay. Beziehungsweise wenn er den Mund aufmacht wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, ducken! Alter, der Bosskampf gefällt mir. Er ist zwar jetzt nicht wirklich der anspruchsvollste. Oh Gott! Von wegen nicht der anspruchsvollste. Das kommt noch. Scheiße. Alter. Ja, komm. Oh. Oder mache ich das überhaupt richtig? Das ist die Frage. Ich weiß natürlich... Und ich sterbe. Von einem Schuss, weißt du? Von einem Schuss sterbe ich direkt. Und ich muss ihn 50 Mal erwischen. Voll logisch. Aber eigentlich ist er gar nicht so schwer, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich sonderlich schwer ist, der Bosskampf. Upsa. Ich bleib einfach immer geduckt. Der muss gleich eh genug stehen und gegen den Gegner kämpfen und deswegen... Macht er sich das Leben leicht, indem er einfach mal ein kleines bisschen verschnauft. Als ob ich ausgebuht werde, weil ich zu schlecht bin. Das kann gut sein. So. Ja, genau. Schieß du nur. So. Ja, bei den Raketen müssen wir mega aufpassen.
Ich weiß halt nicht ganz genau, wo die kommen. Ja, ich sehe das ja nicht. Das ist 3D. Ich habe doch keine Ahnung, wo die landen. Okay, das ist ein kleines bisschen ein Manko. Wenn du ein Level machst, das eigentlich so quasi 2D aufgebaut ist, weil man hier ja sehen kann. Ich kann zwar 3D laufen oder so, aber... Wieso bin ich jetzt da runtergefallen? Okay, das war meine Schuld. Oh oh. Ja. Also ich kann hier in 3D laufen oder so, aber tatsächlich kann ich nicht in... So, hier runter. Ne? Ja, so. Kann ich halt eben manche Sachen nicht richtig erkennen, wenn es nicht... Also, wenn es halt quasi in 2D über den Bildschirm läuft, dann kann... Ich weiß ja nicht genau, wie tief oder wie weit oder wie auch immer das Ganze passt. Seht ihr? Ich kann ja jetzt nichts machen. Ich kann ja nur hier sitzen. Okay, ich kann auch nicht... Ich kann nur auf ihn zielen wahrscheinlich, wenn er den Mund aufmacht. Oder ihm halt wirklich einen Schaden machen. Ja, jetzt müsste ich abwarten. Schieß nicht! Bitte tu es nicht! Oh. Ja, ich war vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin ein bisschen zu weit oben gewesen. Ich hätte irgendwie mittig bleiben müssen bei den Raketen. Kann das sein? Muss man hier so ein bisschen mittig bleiben? Ja, aber ja, ich sehe das nicht! Ich weiß nicht... Nee, ohne Witz jetzt. Das ist echt scheiße. Ich weiß nicht, wo die Raketen sind. Ich kann das nicht richtig abpassen. Vielleicht muss ich einfach ausweichen. Das kann sein. Ich glaube, die Lichter machen einen gar nichts. Ne? Okay, hier das Level besteht quasi jetzt nur aus dem Bossfight. Das finde ich aber ganz gut, dass man das so gelöst hat, wenn man hier einen Bossfight hin, dass man nicht ewig lang braucht, bis man wieder da ist. Finde ich ganz gut, weil es ja das Ende dieser Trilogie ist. Die Ende dieser Dreierreihe. Vielleicht, ich versuche jetzt mal einfach auszuweichen. Vielleicht ist das Rätselslösung. Also, dass ich nicht versuche, mittig zu bleiben, sondern einfach so ein kleines bisschen ausweiche. Ah, jetzt kommt wieder das. Und es gibt kein Damage-Anzeige für den Gegner. Das finde ich echt schlecht. Achso, der ist ja noch gar nicht bereit zum getötet werden. So, jetzt kommt das Ding. So, ich versuche mal... Genau. Warte mal. Genau. So mache ich es jetzt. Genau, so hatte ich es jetzt nämlich gerade eben noch im Kopf gehabt. Uff. Dass man es so vielleicht lösen könnte. Vielleicht ist das auch das. Vielleicht soll es auch so gedacht. Ist auch so gedacht. Ich habe nur gedacht, man kann vielleicht auch einen Punkt abpassen, wo man eben nicht von den Raketen erwischt wird. So, habe ich jetzt nochmal Glück, oder? Oh Gott. Oh Gott. Wie lange muss ich den noch besiegen? Ich hätte jetzt dann schon Bock auf einen Sieg. Ist er besiegt? Habe ich es geschafft? Ich kriege einen Anruf. Snake, everything is exploding. Jump off. No! Okay. Mission complete. Excellent, Snake. Geil. Geiler. Bossfight. Wirklich. Richtig, richtig, richtig gut gemacht. Das mit den Raketen habe ich wahrscheinlich anfangs ein kleines bisschen falsch verstanden. Deswegen tut es mir wahnsinnig leid, dass ich da erst falsch interpretiert habe. Ich glaube, also ich habe ja jetzt eine Lösung gefunden. Dann muss ich mich natürlich revidieren. Das ist mein erster Eindruck gewesen, war, dass es halt nicht gut gelöst ist. Aber ich hätte es einfach anders machen müssen. Das heißt, absolut in Ordnung. Der Bosskampf war super. Man muss es halt nur richtig machen. Ich fand super, wirklich. Das war halt wirklich ein Boss-Level. Der Weg war ja nicht der Rede wert. Wir haben ja gesehen, das war nichts, außer dass man mal Löcher fallen konnte. S-Mario UG. Spitzenmäßig. Wirklich richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich noch ein paar Level von euch zugeschickt bekommen. Beispielsweise Apfel-Alarm. Hier dürfen wir wieder Äpfel sammeln. Aber Alarm schreibt man mit einem L, oder? Oder ist das hier bezogen auf alle Arme? Allarm, weißt du?
Frage ist, wie schwer ist das hier? Es ist schwieriger, als man denkt, denn ich krieg die Jumps nicht hin. Alter, vor allem der jumpt nur so kurz, ne? Der jumpt halt echt kurz. Das ist gar nicht so einfach, aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich schwer. Also, oh, ich kann sogar rennen. Okay, kann ich hier hoch? Nee. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen. Okay, ich würde mal sagen, lieber Ersteller dieses Levels, du hast vielleicht deine Liebe zu den Äpfeln hier ein kleines bisschen, zum Besten gegeben. Aber es war nicht der Rede wert. ich würde wahnsinnig gerne, Bastian, ich würde wahnsinnig gerne einen Stern geben, aber es war halt mega simpel. Das war gar nichts. Das war in dem Sinne, ich musste hier nur Äpfel einsammeln. Da war weder besonders hübsches Design, es waren ja nur ein paar Äpfel bei grünen Plattformen, noch, dass irgendwas Besonderes gewesen ist, irgendwie besondere Challenges dabei. Das kannst du bestimmt besser, oder? Ich traue mich immer nicht, so knallhart zu euch zu sein, weil ich immer denke, ihr habt euch Mühe gegeben. Habt ihr euch wahrscheinlich auch. Du hast ja sogar ein neues Wort erfunden. Alarm. nee, komm. Nächstes Mal. Ich mach nächstes Mal gerne nochmal, aber das muss ein bisschen besser. Okay? Dann gibt's noch ein Labyrinth, was ihr mir eingeschickt habt. Ich denke, damit werde ich mich auf jeden Fall zufrieden geben können, oder? Und, Alter. Die Top-Down-Sicht finde ich schon mal super. Sowas mag ich tatsächlich ganz gerne. Aber mir ist jetzt schon schlecht. Stell mir vor, ich werde in diesem Labyrinth wirklich drin gefangen. Ich glaube, ich würde kotzen. Platzangst kriegt man ja da sowieso immer, ne? Oh Gott, wer hat nicht die Angst, lebendig begraben zu werden? Ohne Witz, das ist meine größte Angst. Lebendig begraben werden ist meine größte Angst. Okay, es ist wirklich ein Labyrinth. Ich glaube, es besteht aus nichts anderem außer einem Weg, den man zum Ausgang finden muss. Hier ist gelb. Sagen die Farben einem so ein bisschen was? Grün? Hier ist nix, okay. Geh ich mal da unten lang. Hier ist orange. Hier war ich doch schon, oder? Daran kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen orientieren, an den Farben. Orange, 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 orange. Gehe ich jetzt den gleichen Weg nochmal? Es könnte gut sein, ne? Hier war nichts, ne? Doch. Ja, ich hab den Schatz! Das war's? Oder ist das ein neues Labyrinth? Ich glaube, das war's, oder? Doctendo. Ich bin ein klein wenig zwiegespalten. Einerseits war es nett, mal ein Labyrinth zu erleben. Andererseits war es ein bisschen zu simpel. Was ich mir jetzt hier gewünscht hätte, ist, du hättest ein Labyrinth machen können und ohne groß jetzt hier von wegen, dass das jetzt irgendwie besonders groß aufgebauscht wird oder sowas, aber vielleicht so die ein oder andere Überraschung in einem Eck, dass da auf einmal ein Gegner ist, der einen dann überrascht oder irgendwie sowas. Oder ein kleines Easter Egg irgendwie. So, dass es ein kleines bisschen witziger ist. Weil es halt wirklich nur ist, renne durch das Ding und versuche den Weg zu finden. Da war die Herausforderung irgendwie nicht so wirklich da. Ich hätte es mir echt ein bisschen herausfordernder gewünscht. Oder wie gesagt, mit besonderen paar kleinen Kniffen. So kleine Easter Eggs oder so. Wo man dann sagt, ey, wenn ich in diese Ecke gehe, dann passiert das. Wenn ich in diese Ecke gehe, dann sehe ich das. Irgendwie sowas. War für mich auch noch nicht so ganz sternwürdig. Es tut mir leid. Ich muss ja ehrlich zu euch sein, okay? So, jetzt möchte ich unbedingt noch Daisy Cruiser spielen. Niki, extra für dich. Es ist ein Daisy Level. Alle diejenigen, die damals bei Mario Kart bei mir, nee, bei Smash und Mario Kart bei mir dabei gewesen sind, werden wissen, was ich meine. Ich habe immer Daisy genommen. Bei Smash vor allem, den ganzen Anfang Daisy. Und ich habe gesagt, wenn ich verliere, ist Daisy an allem schuld. Allein schon, weil sie kacke. Sie ist Daisy, sie ist kacke. Ich hasse Daisy. Aber ich liebe sie auch dafür, dass ich sie hasse. Das ist eine Hassliebe. Und wieso ist Birdo Gaga for this ship? Guck mal, ich bin in Birdo. Ah, Birdo. Daisy hat übrigens kein Gesicht. Finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht, weil, ganz ehrlich, so ohne Gesicht wirkt sie fast ein bisschen hübscher.
Da ist ein Schatztruhe. Und ist das ein Bild hier? Das wirkt ein bisschen wie ein Bild, aber ich kann nicht ganz ausmachen, was das ist für ein Bild. Wer soll dargestellt werden? Und hallo Toadette! Na, wie geht's? Ich fand ja schon immer, dass du einen sehr, sehr großen Kopf hattest, aber heute wirkt er besonders aufgebläht. Was ist los mit dir? Hast du zu oft den Ball an den Kopf gekriegt? Warte mal, ich versuche das wieder auszubeulen. Bleib halt mal stehen. Oh, hä? Bin ich vom Schiff runter? Hallo? Hilfe? Wo bin ich? Und was ist das hier, bitteschön? Was ist das? Und warum macht Daisy so komische Geräusche, wenn sie springt? Daisy klingt wie ein kleiner Quietschehund. So quietschig war sie vorher schon, aber... Alter, Baby Mario und Baby Luigi. Guck, das habe ich mit gemeint mit kleinen Easter Eggs. Hier gibt es jetzt auch nicht wirklich Gameplay, aber es ist mega lustig und süß gemacht, weil es halt einfach ein paar Easter Eggs gibt, wie eben so ein paar kleine schöne Persönchen. Und das ist Pauline, ne? Alter, ist die riesig. Guck mal, bin ich Baby Daisy oder ist Pauline wirklich so groß? What a nice cruiser, especially since I can be alone for a bit. Da ist Tod und Gafft. Ich würde mal sagen, so alleine bist du nicht. Tod begafft dich die ganze Zeit. Und Hilfe, wo bin ich jetzt? Hallo? Ach hier! Waluigi! Ich sehe nix. Yeah, nice. Tor. Ah ne, hier. Alle hier reinschmeißen oder was? Tatsächlich! Ey, ein kleines Minigame! Ach, wie süß! Aber nur die Äpfel oder was? Wieso nicht die Rüben? Was hast du gegen Rüben? Die sind viel gesünder als Äpfel. Äpfel haben viel zu viel Zucker. Die Musik dazu, Alter. Ey, man fühlt sich wieder wie auf so einem Partyschiff. Süß. Süßes Level. Kommen die hier rein, die Rüben, oder? Nee, da kann ich wieder zurückgehen. Waluigi, was sagst du? Ich habe dir 5 Äpfel da reingemacht. Krieg ich jetzt Kuss? Ja, Luigi. Was ist mit Luigi? Der versucht hier schon seit Ewigkeiten nichts bei mir. Ich brauche einen richtigen Mann, Wario. Zeig mir, dass du ein Mann sein kannst. Gib mir die Rübe. Heißt, dann nimmt er die Rübe, weißt du, in den Arm und dann sieht man so richtig seine Muskeln, weil er so die Rübe im Arm hat und dann wirft er sie so hin. Voll vor die Füße von Daisy und die vor Entzückung lässt sie dann einfach ganz kurz ihren Schuh fallen. So, jetzt bin ich wieder hier. Oh, bin schon wieder in einem neuen Raum. Was steht? Was steht da? Elko? Eine Schatzkiste. Ja! Was ist Elko? Elke kenne ich. Als Mädchenname. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich kann ja auch noch hier hochlaufen. Ach, da ist wieder Birdo. Haben wir noch ein paar andere Räumlichkeiten? Ach stimmt, da oben war noch Peach. Die wollte ich noch angucken. Hallo Peach. Du Prinzessin, die viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit kriegt als ich. Ich hasse dich aus Prinzip schon. Was? I heard someone hit treasure on the ship. Und jetzt? Was soll mir diese Information sagen? Soll das heißen, ja, Daisy, sei du mal die blöde Idiotin, die ganze Scheiße aufsammeln soll, oder was? Oh, ist das hier? Ich sehe nichts! Ja, ich habe ja nichts gesehen! Okay, das ist eine Challenge. Okay, die nehme ich an. Aber ich habe ja nichts gesehen. Das ist lieber Ersteller, das ist ein kleines bisschen fies. Ach! Ach du Scheiße. Das ist sauschwer. Okay, wir haben eine richtige Challenge. Von wegen, hier gibt es kein Gameplay. Aber habt ihr die Gesichter erkannt? Das ist Daisy. So sieht Daisy in Wirklichkeit aus. Und da man ihr Gesicht hier in der Hauptfigur nicht sieht, hat man halt so ihr Gesicht verewigt.
Ja gut, normalerweise trägt sie keine Sonnenbrille, aber wenn sie eine Sonnenbrille trägt, dann würde sie so aussehen. Hallo! Na, wer bist du? Egal, wer es war, er ist jetzt tot. Und jetzt? Bin ich wieder hier, ne? Ach, bei Luigi darf ich auch noch rein, ne? Hallo Luigi, na, wie geht's? Bin ich jetzt in Luigi? Wo bin ich? Ich bin in Luigis... Mansion? Nee. Hä? Ich bin auf dem Meer? Ich wusste gar nicht, dass man hier laufen kann. Ich hätte jetzt knallhart gedacht, hier stirbt man, aber... Ich glaube nicht, dass das Absicht war, da rauszukommen, oder? War das ein kleiner Bug? Ich probiere es gleich nochmal, oder? Kann ich da durch? Flutsch! Hihi. Was ist hier unten? Die, ach, okay, einfach nur das Schiff von unten. Wobei, nee, da kann man hin. Da kann man tatsächlich hin. Aber da komme ich so ohne weiteres nicht hin. Vielleicht ist das ein Secret. Daisy's Secret. Das ist wie Victoria's Secret. Nur halt eben mit Schlüppern von Daisy. Und das verkauft sich wie geschnitten Brot. So ein Daisy-Schlüpfer. So was Geiles. Okay. Ich will nur mal ganz kurz nochmal das mit Luigi testen. Und das war's dann, glaube ich, auch. Weil ich glaube, viel mehr bietet das Level nicht. Aber ich find's cool. Es waren viele Easter Eggs drin. Hat mir Spaß gemacht. So, jetzt bin ich hier in dem Ding. Hilfe! Daisy kann fliegen. Boom. Fallschaden. How many guests are on the cruiser? Ich hätte zählen müssen. Ach du Scheiße, warte mal. Baby Mario, Baby Luigi, Wario, Toadette, Pauline, normaler Luigi, Peach, Daisy selber, Toadette, Toad. Oh Gott, haben wir viel. Ich habe mal jemanden vergessen. Haben wir jemanden vergessen? On the Cruiser. Also die zählen nicht. Aber Toadette war auf jeden Fall auch drüben. Wir haben 10. Oh Gott. Gut, den einen, den ich umgebracht habe aus Versehen. Ich weiß nicht, ob der auch als Ding zählt. Ich glaube eher nicht, ne? Also ich würde eigentlich eher sagen 10. Aber mehr habe ich nicht gesehen, glaube ich. Oder habe ich jemanden vergessen? War das richtig? Ich hatte es richtig. Ich hatte 12 und das war richtig. Aber ich habe die anderen zwei nicht gefunden. Ach, Birdo. Stimmt, 11. Okay, wir haben 11, aber die Nummer 12 fehlt noch. Alter, war das cool. Alter, das war richtig cool. Nice. Ohne Scheiß jetzt. Adam. Cool gemacht. Ein großer, fetter Stern von meiner Seite. Ich fand es richtig interessant. Easter Eggs ohne Ende. Richtig cool. Auch das mit dem 10 und den kleinen Minigames zwischendrin. Es war mehr in Szene gesetzt, als dass es eine Herausforderung war. Aber es war super. Also grafisch echt. Er hat mich echt umgehauen, wie viel Arbeit du dir gemacht hast. Sau geil. Großer, fetter Daumen von meiner Seite. Gut. Und das dürft ihr gerne auch machen, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Let's Play. Und wenn euch der Part gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Super Nintendo, wollte ich gerade sagen. Bei Nintendo... Spielestudio. Tschüss.